Diese Männer aus Lorsch bauen ein Wikingerschiff. Und zwar nicht nur zum Bewundern, sondern wirklich zum Benutzen. Passend dazu nennen sich die 20 Männer des Vereins Wikingervolk. Und das will schon was heißen, weiß Sven Zimmermann, eines der neuesten Mitglieder. Da war es dann tatsächlich so, dass man dann seinen Einstand auch dann beweisen musste. Und das war dann tatsächlich auch so, dass man dann irgendwie Wikinger-like dann entsprechend auch ein bisschen darstellen musste, dass man dann auch trinkfest ist. Ja, das war dann auch dazugehörig. Habe ich dann auch bestanden und seitdem bin ich dann auch Vollmitglied gewesen. Spaß und auch Sport, das sind tatsächlich die Ursprünge der Idee, die schon ein paar Jahrzehnte zurückliegt. Die Grundidee kommt vom Kanufahren. Wir waren früher eine Kanutruppe. Und wenn wir da auf den Fluss gefahren sind, mit 8 oder 10 Booten, und dann ist der erste angekommen und der letzte 3 Stunden später. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, wir können doch mal ein großes Boot bauen, wo es alle drauf passen. Und so ist das entstanden. Aus einer Bierlaune. Das hier ist das erste Schiff, das aus der Bierlaune heraus gebaut wurde. Askard hieß es und war 2 Jahrzehnte lang das Schiff des Wikingervolkes. Es brachte die Männer unter anderem zu Mittelaltermärkten. Weil es verrottete, entsteht jetzt das neue Schiff Oseberg. Das Original wurde 1903 unter einem Erdhügel gefunden und steht restauriert in einem Museum in Oslo. So etwas nachzubauen ist eine Riesenherausforderung. Thomas Schumacher benennt nur einige der Probleme. Also wir haben ja jetzt nicht wirklich eine Bauanleitung, wie das funktioniert. Wie gesagt, der einzige Anhaltspunkt war hier ein Modell. Und man überlegt sich natürlich, wie man das generell hinkriegt. Improvisieren, ausprobieren, tüfteln, gucken, wie es funktioniert. Oder auch einfach überlegen, wie man das geschickt hinbekommt. Ja? Dass man die Form überhaupt erreicht. Die hatten halt einen ganzen Winter Zeit und viele Leute. Und ein paar, die Ahnung davon hatten. Und die hatten halt viel mehr Manpower wie heute. Das Schiff entsteht dieses Mal aus Eichenholz. Das alte aus Eschenholz verrottete zu schnell. Die Männer im Alter zwischen 30 und 60 treffen sich regelmäßig. Sie sind überwiegend keine Fachleute. Neben einem Tierarzt und einem Rechtsanwalt gibt es aber auch einen Zimmermann. Eine Einigung manchmal schwierig. Jetzt gerade das Problem beim Anzeichnen. Da gab es scheinbar Diskussionen. Ja, die gibt's immer. Ohne diskutieren geht kaum, wird kaputt gebaut. Sehr viel Arbeit und sehr viel Geld stecken bisher schon in dem Schiff. 2-mal pro Woche wird hier hart gearbeitet und das durch Corona-Lockdowns unterbrochen seit 2020. Rund 2000 Arbeitsstunden und 6000 Euro für Holz und anderes Material sind so schon verbraucht worden. Im Frühjahr soll dann wieder der Spaß im Vordergrund stehen. Wir machen einmal im Jahr eine Woche oder 10 Tage weg. Wir haben selber kochen, alles. Wir haben unsere eigenen Zelte dabei, unsere eigenen Bitte. Komplett ausgestattet. Dann geht's zum Beispiel zum Edersee, Schluchsee oder Steinhuder Meer. Wir drücken die Daumen, dass die Oseberg rechtzeitig fertig wird.